Sie stehen am Beginn einer noch nie dagewesenen Reise. Vom höchsten Berg zum mächtigen Ozean und darüber hinaus. Folgen Sie mit uns den Spuren wundersamer Geschöpfe und werden Sie Zeuge der 50 erstaunlichsten Fakten aus der Tierwelt. Um diese Fakten zu verstehen, müssen wir uns der Wissenschaft zuwenden. Woher kommen diese Tiere eigentlich? Und wie wurden sie so verdammt erstaunlich? Nun, alles begann mit einem großen Nichts. Dann geschah etwas, das ungefähr so ausgesehen haben muss. Aus unsichtbarem Sternenstaub, zermalmt von unvorstellbaren Kräften, entstanden Planeten. Als wir das letzte Mal nachsahen, waren es genau 9. Einschließlich diesem hier, den kennen Sie sicherlich. Die Erde. Okay, schnell vorwärts, in die Zeit vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, als aus prall gefüllten Wolken nach und nach mächtige Ozeane entstanden. Aus ihnen entwickelten sich dann Moleküle und schon bald gab es eine ganze Menge davon, jedes ein klein wenig anders als das vorherige. 1 Milliarde Jahre später bildeten sich aus den Molekülen die ersten Zellen und weitere 2 Milliarden Jahre später entwickelten sich aus den Zellen komplexe Lebensformen. Aus ihnen wurden schließlich ganz erstaunliche Tiere, mit ebenso erstaunlichen Fakten, so erstaunlich, dass wir sie Ihnen gerne etwas näher bringen möchten. Starten wir mit ein paar Fakten über die Fortbewegung. Daran war die Wissenschaft schon immer interessiert. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern ist der Gepard das schnellste an Land lebende Tier. Tatsächlich? Wissenschaftler berechnen die Geschwindigkeit auf 2 unterschiedliche Arten. Zum einen nach der Zeit, die man braucht, um eine bestimmte Distanz zu überwinden. Zum anderen nach der Zeit, die benötigt wird, um ein Vielfaches der eigenen Körperlänge zurückzulegen. Kapiert? Welche nun die bessere der beiden Methoden ist, darüber wird noch herzhaft gestritten. Falls wir aber Formel B, die Methode mit dem Vielfachen der Körperlänge, anwenden, so sollten wir einen Blick ins Reich der Insekten riskieren. Aufgepasst! Wir haben hier 2 Insekten, berühmt für ihre Schnelligkeit und Ausdauer. Eine amerikanische Küchenschabe, die gerade ein wenig auf dem Laufband trainiert. Und der australische Tigerkäfer, der gerade absolut nichts tut. Seine vage Ähnlichkeit mit dem VW Beetle brachte uns auf die Idee zu folgendem wissenschaftlichen Experiment. Der Tigerkäfer kann pro Sekunde das 171-fache seiner eigenen Körperlänge zurücklegen, was ihn zum eindeutig schnellsten Lebewesen der Erde macht. Dabei hängt er den Gepard locker ab. Der Gepard mag zwar die schnellste Katze der Welt sein, schafft aber nur das 25-fache seiner Körperlänge pro Sekunde. Im Vergleich zum australischen Tigerkäfer ziemlich armselig. So wie ein teurer Sportwagen ist der Gepard gut für einen ordentlichen Sprint. Dieser sollte allerdings nicht länger als 300 Meter sein, denn dann bricht der Gepard ein und braucht erstmal ein halbes Stündchen, um sich zu erholen. Jede weitere Anstrengung würde nämlich dazu führen, dass sein Gehirn überhitzt. Diese Erfahrung machen Sie sicherlich auch gerade. Aber es kommt noch dicker. Wenn wir also Geschwindigkeit anhand der Körperlänge bemessen, so müsste ein Gepard 770 Kilometer pro Stunde rennen, um den geschmeidigen Tigerkäfer zu schlagen. Ziemlich aussichtslos. Was die Ausdauer betrifft, so schlägt niemand den Mauersegler. Dieser Mauersegler ist seit mittlerweile fast 3 Jahren in der Luft. Er frisst, schläft und paart sich während des Fliegens. Was die Weibchen angeht, so landen sie höchstens dann, wenn sie mal ein Ei legen möchten. Alle anderen bleiben so lange in der Luft, bis ihnen die Flügel wehtun oder ihnen einfach langweilig wird. Für alle, die sich Notizen machen wollen, haben wir also folgenden Fakt. Mauersegler können 3 Jahre lang in der Luft bleiben. Sobald dieser hier mal runterkommt, probieren wir es mit einer Nahaufnahme. Bisher haben wir einiges über wirklich sportliche Tiere gelernt. Aber was ist mit den weniger sportlichen? Das hier ist wohl das langsamste Tier überhaupt auf unserem Planeten.
Das südamerikanische Faultier macht sich so gar keinen Stress und begibt sich lediglich einmal in der Woche in Richtung Erdboden, um aufs Klo zu gehen. Dieses hier war gerade. Auf dem Erdboden angekommen, benötigt das Faultier über eine Stunde, um einen 100-Meter-Sprint zu absolvieren. Und selbst wenn es so richtig Gas gibt, um beispielsweise seinen in Not geratenen Jungen zu Hilfe zu eilen, erreicht es lediglich das fünffache Tempo einer Schnecke. Autsch! Pinguine sind ein klein wenig schneller als Faultiere. Wenn man den Bewegungsablauf eines Pinguins allerdings etwas länger studiert, wird man unweigerlich auf Fakt Nummer 4 stoßen. Pinguine sind die mit Abstand uneffizientesten Läufer im Tierreich. Um sich fortzubewegen, verbrennen sie doppelt so viel Energie wie andere Tiere. Woran das liegt? Jedenfalls nicht an ihrem watschelnden Gang. Es liegt an ihren Beinen. Sie sind einfach zu kurz. Elefanten haben weitaus längere Beine. Springen können sie damit trotzdem nicht. Sie sind zu schwer, um alle vier Beine gleichzeitig in die Luft zu kriegen. Vielleicht könnten ja ein paar ausrangierte Stoßdämpfer Abhilfe schaffen. Insekten sind nicht nur die schnellsten Sprinter, sie sind auch die besten Springer. Stellen wir uns einmal vor, dass völlig unerwartet außerirdische Gammastrahlung dazu führt, dass ein gewöhnlicher Floh zu menschlicher Größe anwächst und plötzlich auf die Idee kommt, für die nächste Olympiade zu trainieren. Sagen wir, für den Hochsprung. Die Sprungleistung, die ein Floh vollbringt, ist vergleichbar mit der eines Menschen, wenn er über das Empire State Building springen würde. Insekten sind also flink und manchmal auch gute Springer. Besonders schlau sind einige von ihnen hingegen nicht. Denn zum Schlausein benötigt man ein großes Hirn. Es gibt jedoch Tiere, deren Intelligenz durchaus gefordert wird. Zum Beispiel dann, wenn sie die Aufnahmeprüfung an einer Universität bestehen sollen. Ganz gleich, wie viel Zeit man diesen Seesternen für die Prüfung gibt. Sie werden es nie schaffen. Das klingt furchtbar traurig und die niederschmetternde Wahrheit ist, Seesterne haben kein Gehirn. Ihre gesamten Aktivitäten werden von einem dichten Netzwerk aus Nerven kontrolliert. Wenn meine Freundin shoppen geht, ist das, glaube ich, auch so. Selbst einige Säugetiere sind nicht wirklich die cleversten. Nehmen wir zum Beispiel diesen kleinen Koboldmagi, ein kleiner Primate aus Südostasien, der gewöhnlich nachts unterwegs ist. Sein Auge ist größer als sein Gehirn. Apropos Gehirn. Wie ist es eigentlich um Ihre Intelligenz bestellt? Machen wir doch einen kleinen Test. Welche der folgenden drei Aussagen ist richtig? A. Koalas stinken nicht. B. Koalas trinken nicht. Oder C. Koalas pinkeln nicht. Na, haben Sie es gewusst? Fakt ist, Antwort B. Koalas trinken nicht. Ihren gesamten Flüssigkeitsbedarf decken Koalas durch das Kauen von Eukalyptusblättern, die zu 50% aus Wasser bestehen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und das Tier an sich gibt sich nicht mit Eukalyptus zufrieden. Das bringt uns zu ein paar erstaunlichen Fakten über das Leben an sich. Wie Sie sehen können, nimmt die Fortpflanzung oft recht merkwürdige Züge an. Da hätten wir zum Beispiel dieses Löwenpaar. Und die beiden, naja, sie tun es eben. So ein Akt dauert durchschnittlich ganze 6 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war's auch schon. Doch das Erstaunliche daran ist, sie tun es alle 15 Minuten. Eine ganze Woche lang. Man könnte neidisch werden. Allerdings erleben Löwen diese Liebeswoche nur alle 2 Jahre. Das relativiert die Sache wieder ein wenig.
nous dit d'amour chante le cœur de Manuel qui bat corps à cœur perdu. Mélodie d'amour chante le cœur de Manuel qui vit corps à cœur déçu. Hier ein weiterer Fakt. Die Geschlechtsumwandlung hat kein Chirurg aus L.A. erfunden, sondern wohl die ostamerikanische Venusmuschel. Denn 98% dieser Muscheln sind zu Beginn ihres Lebens männlich. Die Hälfte von ihnen wechselt dann ihr Geschlecht und wird weiblich. Das können sie allerdings nur ein einziges Mal tun. Die Operation ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das Werben um einen Partner ist in der Tierwelt ein komplexer Vorgang. Während die einen sich von Tapferkeit und Mut angezogen fühlen, möchten andere lieber artistische Einlagen bewundern. Und wieder andere mögen ganz einfach die Farbe Blau. So zum Beispiel der australische Seidenlaubenvogel. Um seine potenzielle Partnerin zu beeindrucken, baut das Männchen ihr aus Zweigen ein prächtiges Schloss. Dieses wird dann aufwendig verziert. Dazu bemalt es Boden und Wände mit Hilfe von Beerensaft und seinem eigenen Speichel. Schließlich geht es ans Dekorieren. Dazu schleppt das Männchen jede Menge Krimskrams an. Blauen Krimskrams. Nur wenn das Männchen sich damit genug Mühe gegeben hat, wird das Weibchen auf einen Sprung vorbeischauen. Und wenn sie beeindruckt ist, wird aus dem Schloss ein Liebesnest. Fakt Nummer 13 lautet also, weibliche Seidenlaubenvögel stehen wie verrückt auf die Farbe Blau. Ein weiterer erstaunlicher Fakt ist, dass auch Tiere an gebrochenem Herzen leiden können. Ganz auffällig ist das bei Tauben. Sie sind nur glücklich, wenn sie in Gesellschaft sind und immer einen Partner an ihrer Seite haben. Aber so ganz allein? Allein können sie nicht mal ein Ei legen. Doch selbst in ihrer unendlichen Einsamkeit gibt es einen Hoffnungsschimmer. Sehen Sie? Schon ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe genügt der Taube, um sie wieder zum Eierlegen zu animieren. Ich liebe Happy Ends. Unseren nächsten erstaunlichen Fakt finden wir auf dem Grund des Meeres, genauer gesagt beim Hummer. Ist es vielleicht die Tatsache, dass der Hummer seine Zähne im Magen und nicht im Maul hat? Nun, das stimmt zwar, aber das ist uns nicht erstaunlich genug. Fakt Nummer 15 lautet nämlich, jeder 4-millionste Hummer ist knallblau. Sie glauben, Sie haben mittlerweile eine Nase für erstaunliche Fakten? Nun, dann beweisen Sie es. Welches Material ist wesentlicher Bestandteil des Horns eines Rhinoceros? Ist es A. Knochen, B. Haar oder C. Stroh? Erstaunlich aber wahr, es ist das Haar. Das Horn eines Rhinoceros ist nicht mit dem Schädelknochen verbunden. Es wird aus demselben Material gebildet, aus dem auch unser Haar und unsere Fingernägel entstehen. Aus einem Protein namens Keratin. Bisher haben wir schon einiges über völlig unterschiedliche Tiere gelernt. Um Neues zu erfahren, unterteilen Wissenschaftler Tiere in verschiedene Gruppen. Und um bestimmen zu können, zu welcher Gruppe ein Tier gehört, müssen sie zunächst herausfinden, wie das Innere eines Tieres funktioniert. Hey, Moment mal! Den einen oder anderen Anhaltspunkt erhält man jedoch oft schon durch gründliches Beobachten. Dies ist ein Säugetier. Alle Säugetiere haben ein äußeres Merkmal, an dem sie leicht zu erkennen sind. Schon irgendeine Ahnung? Hier ist so ein Anhaltspunkt. Und hier noch einer. Die Antwort lautet, alle Säugetiere haben Haare im Gesicht. Sogar Flipper. Tierischer Fakt Nummer 16. Delfine haben Schnurrbärte. Allerdings verlieren sie diesen schon sehr bald nach ihrer Geburt. Alle Säugetiere haben Haare, seien sie auch noch so spärlich. Und sie benutzen sie zum Teil auf ungeheuerliche Art und Weise. Zum Beispiel für die Tarnung. Sie ist enorm wichtig für Jäger und Gejagte. Die Streifen des Tigers finden sich nicht nur auf dem Fell. Auch die Haut dieses Raubtiers ist gestreift. Beim Zebra jedoch
ist kurioserweise nur das Fell gestreift, aber nicht die Haut. Um sogar glatte Oberflächen hinaufkrabbeln zu können, benutzen Geckos Haare. Wie das geht? Millionen winzig kleiner Härchen an ihren Füßen sorgen für eine elektrodynamische Wechselwirkung, um an allem Möglichen haften zu bleiben. Exzellent! Viele Dinge in der Tierwelt scheinen deshalb so erstaunlich zu sein, weil sie einfach so unglaublich perfekt sind. Nehmen wir nur mal ein simples Ei. Sieht nicht gerade aus, als würde da übermäßig viel Know-how drin stecken, oder? In diesem Experiment jedoch sehen wir, dass ein normales Hühnerei auf seiner Längsachse in der Lage ist, einem Druck von 3,5 Kilogramm pro Quadratzentimeter standzuhalten. Naja. Vermutlich haben Sie schon einmal versucht, sich auf dem Dach Ihres Hauses ein Ei zu braten. Das dürfte ziemlich schwierig gewesen sein. Schuld daran ist die Form von Eiern. Dieser Vogel hat sein Nest auf dem Boden. Die Eier sind rund und können leicht rollen. Auf dem Boden ist das okay. Woanders wäre das eher nicht so günstig. Eier von Vögeln, die ihre Nester an Klippen haben, können nicht wegrollen. Die sehen nämlich so aus. Eines der absolut erstaunlichsten Designerstücke von Mutter Natur ist der Elefantenrüssel. Er ist so sensibel, dass er eine Nähnadel aufheben könnte. Wieso Elefanten trotzdem immer noch nicht sticken können, wird derzeit noch erforscht. Es dauert allerdings ein Weilchen, bis ein Elefant seine baumelnde Nase richtig im Griff hat. Babyelefanten benötigen 6 Monate, bevor sie mit ihrem Rüssel etwas anfangen können. Ein weiteres Kunststück ist der Natur mit dem Kopf des Spechts gelungen. Der Specht hämmert seinen Schädel nämlich bis zu 20 Mal pro Sekunde gegen einen Baum und müsste sich danach eigentlich fühlen wie ein Boxer nach Runde 87. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass der Schnabel mit dem Hirnschädel Federn verbunden ist. Das ist so, als wäre ein Stoßdämpfer dazwischen gebaut. Nicht weit vom Specht entfernt lebt ein Tier, das ebenfalls ein mächtiges Werkzeug besitzt. Wir suchen nach einem Wesen, das einen 25 cm dicken Baum in nur 6 Minuten fällen kann, indem es lediglich seine Zähne benutzt. Es ist der Biber. So ein Biber kann eine Menge Holz weghauen. Für einen 1 Meter dicken Baum benötigt er gerade mal 1,5 Stunden. Um diese gewaltige Kauleistung zu vollbringen, hören Biberzähne niemals auf zu wachsen. Wenn ein Biber also niemals von seinen Beißern Gebrauch machen und ab und zu mal einen Baum umnieten würde, würden ihm seine Zähne möglicherweise durch den Unterkiefer wachsen. Machen wir einen kurzen Abstecher zu den anmutigen, unerschütterlichen und flinken Orang-Utans. Nahezu 50% aller Orang-Utans haben gebrochene Knochen. Das kommt daher, dass sie so oft vom Baum fallen. Also, schön festhalten, mein Freund. Uns stehen noch jede Menge weitere erstaunliche Fakten bevor. Zum Beispiel, was die Größe betrifft. Deshalb habe ich hier gleich mal eine Frage zum höchsten Tier der Erde. Menschen und Giraffen haben eines gemeinsam. Ist es A, wir essen gerne Nackensteak? B, wir haben gleich viele Nackenknochen? Oder C, wir laufen gerne nackend durch die Gegend? Die Antwort ist natürlich B. Giraffen haben genauso viele Nackenknochen, auch Halswirbel genannt, wie wir Menschen, nämlich 7. Je größer so ein Tier, desto erstaunlicher scheinen die Fakten zu werden. Dieses Video aus einem Zoo zeigt uns, wie das höchste Tier der Erde so eine Geburt auf die Reihe kriegt.
Wow, das waren satte 2 Meter vom Mutterleib bis zum Boden. Während sich das Kalb von diesem Sturz erholt, hier ein paar weitere Fakten über Größe. Der Kodiakbär, eine Braunbärart, ist das größte an Land lebende Raubtier der Welt. Wie wär's mit einem Schwergewichtskampf? Ein einzelner Bär kann ein Gewicht von weit über 800 Kilogramm erreichen. Das entspricht dem Gesamtgewicht von 12 Männern, in diesem Fall dem des US-amerikanischen Turnerteams. Dieser Kerl wird das allerdings nur schwer nachprüfen können, denn er ist Kanadier. Kodiakbären wirken allerdings wie Zwerge gegen diese Geschöpfe, die Blauwale. Es sind die größten Kreaturen, die jemals, und ich meine wirklich jemals, auf der Erde gelebt haben. Mit einer Länge von bis zu 30 Metern sind sie 7-mal so lang wie eine Giraffe von ihrem Kopf bis zum Schwanz. Das Faultier bräuchte für diese Strecke etwa eine halbe Stunde. Die Arterien des Blauwals sind so dick, dass ein kleiner Mann hindurchschwimmen könnte. Und sein Herz ist so groß wie ein Kleinwagen. Ein Blauwal kann bis zu 174 Tonnen wiegen. Das ist das Gewicht von 22 ausgewachsenen Elefanten. Oder von 16 dieser Pflanzenfresser hier, genannt Diplodocus. Oder von 153.249 Meerschweinchen. Oder 1.590.493 Goliath-Käfern. Der Goliath-Käfer ist das größte lebende Insekt unserer Zeit. Er wiegt fast so viel wie ein Hamburger. Mit Käse. Aber dann wäre es ja ein Cheeseburger. Der Käfer stammt aus Afrika und ernährt sich hauptsächlich von abgestorbenen Pflanzenteilen und überreifen Früchten. Dieses Exemplar sucht wohl den Salat. Oder die Gurke. Goliath-Käfer sind größer als neugeborene Kängurus. Bei seiner Geburt ist der Sprössling des roten Kängurus gerade mal so groß wie ein saurer Drops. Gleich nach der Geburt macht sich das Junge auf den langen Weg über das Fell der Mutter bis in deren Beutel, wo bereits die Milch wartet. Für ein Menschenbaby wären das im Vergleich dazu 100 mühsame Meter über einen Plüschteppich. Bis dieses Baby, nennen wir es mal Freddy, das Erwachsenenalter erreicht hat, wird es 60.000 Mal so viel wiegen wie jetzt. Und das ist Fakt Nummer 27. Von der Geburt bis zum Erwachsenenalter wachsen Kängurus so stark wie kein anderes Säugetier. Würde ein menschliches Baby mit einem Geburtsgewicht von, sagen wir, 3,4 Kilo ebenfalls so stark wachsen, würde es das Gewicht des Blauwals erreichen, der, wir erinnern uns, das größte Lebewesen auf diesem Planeten ist. Bei unseren Fakten über die Größe geht es jedoch nicht nur um die Begriffe sehr groß oder sehr klein. Ein gutes Beispiel dafür ist der Paradoxfrosch. Es wundert sicherlich niemanden, dass der afrikanische Elefant das größte an Land lebende Tier unserer Zeit ist. Allerdings gibt es auch kein Tier, das einen dermaßen aktiven Stuhlgang hat. Schuld daran ist die Verdauung, die beim Elefant nicht immer rund läuft. Ein Elefantenbulle kann pro Tag satte 100 Kilo Kot produzieren. Das ist das Gewicht eines ausgewachsenen Orang-Utans oder das von 22 Faultieren. Alle afrikanischen Elefanten zusammen könnten täglich 50.000 Tonnen Kot produzieren. Das Gesamtergebnis einer Woche würde mehr als das Empire State Building wiegen und sicherlich um einiges übler riechen. Aber was passiert mit all dem Kot? Vielleicht bringt diese Rekonstruktion ja etwas Licht ins Dunkel. Im Jahr 1973 hat ein Wissenschaftler namens Joe Anderson aufgezeichnet, was mit einem 3-Pfund-Haufen Elefantenkot so passiert.
In nur 2 Stunden krabbelten 16.000 Mistkäfer über den Haufen, fraßen ihn teilweise und rollten die Überreste weg. Dieser Vogel ist Ihnen sicher bestens bekannt, die Kohlmeise. Im Gegensatz zum Elefanten macht die Kohlmeise ihre Kacke selber weg. Die Küken produzieren die unglaubliche Anzahl von 500 Kothäufchen pro Woche. Trotzdem brauchen sie keine Windeln, denn sie setzen ihre Exkremente in kleine Fäkalsäckchen ab, die dann sauber entsorgt werden können. Das Ganze ist sogar noch biologisch abbaubar. Das ist der australische Moloch, auch Dornteufel genannt. Er ernährt sich ausschließlich von Ameisen, bis zu 3000 Stück pro Mahlzeit. Dabei frisst er nie mehr als eine gleichzeitig. Die Geschwindigkeit dabei beträgt 45 APM. 45 Ameisen pro Minute. Frösche haben ein Verdauungsproblem ganz anderer Art. Sie können sich nicht übergeben. Wenn Sie Ihre Nahrung aus irgendeinem Grund wieder hochwürgen müssen, kommt der gesamte Magen gleich mit heraus. Unsere Wissenschaftler brauchen wohl einen teuren Computer, um die ganzen kuriosen Fakten eines wirklich interessanten Tieres herauszufiltern, dem Kolibri. Man soll es nicht glauben, aber dieser kleine Vogel kann tatsächlich rückwärts fliegen. Um das zu bewerkstelligen, hat der Kolibri 2 weitere erstaunliche Fakten zu verantworten. Wissenschaftler A zählt die Flügelschläge, die der Vogel benötigt, um in der Luft zu bleiben. Wissenschaftler B interessiert jedoch vielmehr, wie viel der Kolibri dafür fressen muss. Und hier kommen auch schon die Ergebnisse. Ein Kolibri erreicht sagenhafte 100 Flügelschläge pro Sekunde. Um genügend Energie dafür bereitstellen zu können, futtert der Kleine jeden Tag einen Haufen Nektar, und zwar das Doppelte seines eigenen Körpergewichts. Der agile Kolibri und die eher behäbige Kuh haben nicht besonders viel gemeinsam. Dennoch würde uns interessieren, wie schafft man es mit einfachen Mitteln, dass eine Kuh 3% mehr Milch gibt? A. Man kneift sie mit einer Zange. B. Man macht ihn mit Stromstößen bange. Oder C. Man spielt ihnen Simon & Garfunkel Lieder vor. Ganz lange. Die Antwort ist C. Kühe geben 3% mehr Milch, wenn man ihnen Simon & Garfunkel vorspielt. Viele Leute stehen auf Volksmusik. Na gut. Aber sind es nicht vielmehr die sanften Klänge der Natur, die uns Entspannung verleihen und uns den alltäglichen Lärm und Stress vergessen lassen? Denkste. Wenn ein Blauwal anfängt zu singen, ist es das Lauteste, was jemals ein Tier von sich gegeben hat, mag es auch noch so schön klingen. Der Gesang eines Blauwals erreicht 188 Dezibel, was in etwa so laut ist wie ein Raketenstart. Wale brauchen diesen Gesang jedoch, um miteinander zu kommunizieren. Kommunikation ist generell oftmals ein Problem, aber Mutter Natur hat auch hierfür ein paar erstaunliche Lösungen parat. Wölfe jagen in Rudeln und dabei müssen ihre Weggefährten immer ganz genau wissen, was gerade los ist. Sie verständigen sich, indem sie heulen. Wenn sie aber in einem Tal sind, könnte das Echo die Wölfe verwirren. Deswegen produzieren Wölfe erst gar kein Echo. Ihr Heulen findet auf einer Frequenz statt, die einfach kein Echo möglich macht. Töne sind allerdings nicht die einzige Möglichkeit, sich verständlich zu machen. Dieser kleine Künstler zum Beispiel kann nicht sprechen. Dennoch hat er all seinen Freunden mitgeteilt, wo er zu finden ist. Wie hat er das wohl gemacht? Genau, er hat einfach eine Nachricht am Laternenpfahl hinterlassen, in Form von Pheromonen in seinem Urin. Viele Tiere machen das so. Und es funktioniert. Am besten beherrschen diese Technik aber wieder mal einige Insekten.
Diese Blattschneiderameisen sind auf dem Nachhauseweg. Hinter ihnen liegt ein anstrengender Blattschneidetag. Verglichen mit uns Menschen haben sie heute 50 Kilometer zurückgelegt. Und das alles ohne Kompass. Sie sind einfach ihrer Pheromonspur gefolgt, die sie beim Verlassen ihrer Behausung gelegt haben. Nur ein einziges Milligramm dieses Stoffes wäre notwendig, um eine Spur zu legen, der eine Ameise dreimal um die Erde folgen könnte. Manche Falter, zum Beispiel der Seitenspinner, können winzigste Mengen von Geschlechtsduftstoffen mit Hilfe ihrer Riechhaare wahrnehmen. Das männliche Nachtpfauenauge ist sogar so sensibel, dass es ein Weibchen aus über 8 Kilometern Entfernung riechen kann. Wenn das Männchen dann dort angekommen ist, ist das Weibchen allerdings meist schon weg. Die große Liebe zu finden ist wahrlich schwer. Besonders dann, wenn man ein kleiner, surrender Quälgeist ist und es Millionen von einem gibt. Männliche Moskitos finden eine Partnerin, indem sie dem Klang ihres Flügelschlags lauschen. Da der Flügelschlag der weiblichen Moskitos um einiges schneller ist, kann das Männchen die zukünftige Angebetete aus Millionen anderer Moskitos heraushören. Selbst dann, wenn in einem Schwarm verschiedene Arten unterwegs sind. Und das funktioniert ungeachtet der Tatsache, dass Moskitoflügel bis zu 1000 Mal pro Sekunde schlagen. Ein weiteres höchst erstaunliches Insekt ist die Honigbiene. Um genügend Pollen für die Produktion eines einzigen 450 Gramm Glases Honig zu sammeln, muss die Biene etwa 2 Millionen Blumen anfliegen. Dabei legt sie stolze 80.000 Kilometer zurück, was einer zweifachen Erdumrundung gleichkäme. Insekten sind schon faszinierend, nicht wahr? Aber ebenso faszinierend sind Spinnen, die nämlich keine Insekten sind, sondern Arachnoide. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Spinnen 8 Beine haben, Insekten haben nur 6. Alle Spinnen atmen durch spezielle Löcher in ihrem Hinterteil. Und leben an Land, wo es genug Luft gibt. Außer der recht giftigen Wasserspinne. Die lebt, sie an, ist unter Wasser. Trotzdem atmet sie ganz normale Luft und das geht so. Die Spinne baut sich aus ihren Fäden eine Art Taucherglocke. Dann schwimmt sie zur Oberfläche, fängt Luft zwischen ihren Hinterbeinen, taucht wieder ab und entlässt die Blasen in die Taucherglocke. Mit diesem Luftpolster kann die Spinne nahezu unbegrenzt lange tauchen. Fakt Nummer 40. Spinnen haben das Sporttauchen erfunden. So ein Tier, das Luft zum Atmen braucht, andererseits aber viel Zeit unter Wasser verbringt, hat jede Menge Probleme. Diese Schildkröte hat mehr als 1500 Kilometer Ozean vor sich und möchte dabei so viel Zeit wie möglich unter Wasser verbringen. Dennoch muss sie ab und zu auftauchen, um zu atmen. Hingegen benutzt die australische Fitzroy River Schildkröte einen etwas hinterhältigen Trick. Sehen wir uns dazu einen kurzen Lehrfilm an. Ich bin der kleine Schildi aus dem Fitzroy-Fluss. Mein Hintern ist porös, weil ich atme. Sie kann 2/3 des benötigten Sauerstoffs durch ihr poröses Rektum aufnehmen. Oder anders gesagt, sie atmet durch den Hintern. Wir können das Ganze aber noch steigern. Es gibt auch andere Tiere, die ebenfalls unter Wasser leben und Luft atmen müssen. Nebenbei tun sie aber noch etwas. Sie schlafen. Die Rede ist von Manatees. Sie besitzen keine natürlichen Feinde, leben in kuschelig warmen Gewässern und haben jede Menge zu fressen. Ihr einziges Problem besteht darin, während des Schlafens zu atmen. Das funktioniert leider nicht von allein. Deswegen tauchen sie lediglich alle 20 Minuten auf, um einen tiefen Atemzug zu nehmen. Dazwischen bleibt genügend Zeit zum Schlafen, was sie dann auch tun. Delfine gönnen sich nicht einmal die Zeit für ein Nickerchen. Sie befriedigen ihr Schlafbedürfnis auf andere Weise. Die intelligenten Säuger haben gelernt, lediglich eine Hälfte ihres Gehirns auszuschalten, während die andere hellwach bleibt. So sind sie jederzeit in der Lage, an die Oberfläche zu schwimmen und zu atmen. Und natürlich Spaß zu haben. Wir werden gleich noch ein paar weitere, sehr erstaunliche Gestalten kennenlernen. Ja, dich auch. Eine ebenfalls ganz erstaunliche Atemtechnik hat ein Fisch mit dem lustigen Namen Schlammspringer. Er atmet keine Luft, sondern füllt seine Backen mit Wasser, aus dem er den nötigen Sauerstoff filtert. Wenn man einen Schlammspringer sucht,
Bei welcher Tätigkeit würde man ihn am ehesten antreffen? A. Beim Klettern auf Bäumen. B. Beim Erbsenfressen. Oder C. Beim Blutsaugen. Die Antwort ist, man sollte es nicht glauben, A. Schlammspringer können auf Bäume klettern. Dazu benutzen sie ihre Brustflossen als Saugnäpfe. Von denen hier scheint allerdings keiner klettern zu wollen. Die schämen sich bestimmt vor der Kamera. Nachdem wir nun so viel über das Leben gelernt haben, müssen wir uns wohl oder übel auch mit dem Tod beschäftigen. Und selbst beim Sterben sind einige Tiere erstaunlicher als andere. Australische Krabbenspinnen haben eine ganz eigene Art, den Muttertag zu feiern. Nach dem Schlüpfen beginnen die Jungen damit, ihre eigene Mutter Stück für Stück aufzufressen. Genauer gesagt, sie saugen ihr das Blut aus. Sie beginnen an den Beinen und arbeiten sich immer weiter vor, bis die Mutter komplett blutleer ist. Würden wir Menschen das tun, wir kämen dafür sicher in eine geschlossene Anstalt. Die Überlebenschancen einer südamerikanischen Killifischmutter sind nicht sehr viel besser. Sie legt einen ganzen Batzen dürrebeständiger Eier, bevor das Gewässer, in dem sie bislang lebte, ausgetrocknet ist. Tja, und weil das Wasser irgendwann weg ist, stirbt die Mutter. Dieser Fakt wird aber erst so richtig erstaunlich, wenn wir uns Folgendes zu Gemüte führen. Selbst wenn diese Fische in einem Aquarium unter optimalen Bedingungen gehalten werden, sterben sie nach der Eiablage. Wie man's macht, ist es falsch. Tintenfische sterben in der Regel ebenfalls kurz nach der Eiablage. Man hat allerdings herausgefunden, dass wenn man den Tieren die Geschlechtsorgane entfernt, wie diesem hier, sie ohne Probleme alt werden können. Allerdings dürfte der Rest ihres Lebens ziemlich langweilig sein. Ja, der Tod hat schon etwas Erschreckendes an sich. Besonders wenn man das Wort Hai im Zusammenhang mit Tod erwähnt. Pro Jahr sterben durchschnittlich 10 Menschen durch Haiangriffe. Aber mindestens 100-mal mehr Menschen werden von Kühen niedergetrampelt. Der Tod ist fester Bestandteil des Lebens. Hier ist ein weiterer Fakt dazu. Das Herz aller Säugetiere schlägt etwa 1 Milliarde Mal im Laufe ihres Lebens. Selbst ein Mäuseherz schlägt so oft. Allerdings muss es das in nur 850 Tagen tun. Deswegen schlägt es sehr schnell. Ein Elefantenherz dagegen hat 75 Jahre Zeit bis zur Milliardengrenze. Es schlägt also sehr langsam. Wir Menschen bilden mal wieder die große Ausnahme. Unser Herz schlägt 3 Milliarden Mal. 2 Milliarden und 1, 2 Milliarden und 2. Doch das war nicht immer so. Unsere Vorfahren, die Höhlenmenschen, hatten nicht mehr Herzschläge als alle anderen. Oh oh. Jemand sollte Hilfe holen. Wilma! Da wir mittlerweile aber ganz gut auf uns aufpassen können, leben wir 3-mal so lange wie die Höhlenmenschen. Ist doch viel besser. Ja, man sollte das Leben mit jemandem teilen. Wird ja sonst auch langweilig. Ein wenig zu wörtlich genommen haben das offensichtlich die Präriehunde. Hier ist einer, da ist noch einer und noch ein paar da drüben. Die größte Präriehundkolonie wurde in Texas in den Vereinigten Staaten von Amerika entdeckt. Sie umfasste ein Gebiet, das 160 Kilometer breit und 400 Kilometer lang war. In ihm lebten genauso viele Exemplare, wie es Menschen in den USA, Kanada, Südkorea und Spanien zusammen gibt. Macht zusammen 400 Millionen Tiere. Stellen wir uns die Erde vor. Irgendwo am Firmament klebt sie. Wie eine frische Pizza. Lecker. Wenn wir diese Erdenpizza nun gerecht unter allen Tieren aufteilen wollten, müssten wir zuerst schauen, wie viele Tiere es von jeder Art gibt.
Die Säugetiere mit ihren 4675 Arten würden dieses Stück Pizza bekommen. Fische bekämen so viel. Und Vögel so viel. Dieses Stück ist für die im Moment weniger interessanten Kreaturen. Aber Insekten gibt es in 740.000 verschiedenen Arten. Dafür gibt es so viel Pizza. Das ist Fakt Nummer 50. Und damit der letzte unserer 50 erstaunlichen Fakten über Tiere. Oh, ich habe ja noch den Fisch von vorhin vergessen. Und das ist wirklich unglaublich. Dieser Kerl kann ganz tolle Bewegungen machen mit seinem...